wenn Menschen dir sagen wollen, oh Gott, du hast jetzt schon einen neuen oder warum hat sie jetzt schon das kurze Kleid an, er ist gerade gestorben oder so dumme Sätze wie... Aber warum gibst du denn darauf so viel? Es tut mir leid für sie, dass ihr Mann gestorben ist, aber ich habe da nichts von mitbekommen. Das stand überall ganz in der Bild-Zeitung, ja. überall in den Nachrichten. Wo lebe ich denn eigentlich, dass ich sowas nicht mit... Also ich kannte dich auch gar nicht. 75% der Deutschen kennen mich. Hey, sorry, ich kenne sie halt wirklich nicht. Ich bin total unvoreingenommen. Für mich bist du jetzt hier diese nette Mami, die auf Mallorca lebt. Aber der Tod meines Mannes ging an niemanden. Eine Woche lang hat man das überall gelesen. Ja, jeder wusste das. Es ging an keinem Fernsehsender, keine Zeitung, nichts. Genau, dabei. Wollte ich deswegen sagen. Wundere ich mich. Also Leute, es ist richtig kalt. Was soll denn das? Selbst dran schuld, wenn du so rumläufst. Du junge Opa, lass mich in Ruhe. Oh. Bist du auch schon mal mit dem Mantel ganz... ohne was drunter gelaufen? Oh Gott. Diese? Ja, klar. Oh mein Gott. Mit einer Hose, die schaut aus wie so. Mama mit Schleifspur. Oh mein Gott. Entschuldigung. Nein, auf keinen Fall. Hier ist kalt. Ja, aber dann zieh dir doch mal was an. Nein. Also, ich sitze nicht vor hier, Kamera, und schau aus wie du. Du hast echt einen totalen Knall. Ich weiß. Es geht einfach um, auf welchem Niveau ist sein Style ist. Ne? Dieses Niveau sehe ich mir nicht an. Ich bin High Fashion extrem. Ich friere, aber ich will es nicht umsehen, sag ich dir. Also wenn ich jemals in den Genuss komme, darf, deine Mama kennenzulernen, werde ich dich fragen, ob die dich mal fallen lassen vom Tisch oder so. Als kleines Kind. Ich freue mich sehr für euch. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Ihr dürft auch den Big Planet ziehen. Endlich! Ihr wisst, dass wir noch runtergewählt werden. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, kommt nicht auf die Idee, heute irgendjemand runterzuwählen. Oh, ich brauche Bananen. Oh. Wir haben frische Brötchen. Oh. Ich muss duschen, mir ist richtig kalt jetzt. Oh, ja! Oh. Wo ist der Öffner? Ruhig, ich bin sehr, sehr gut. Wo ist der Öffner? Hast du sehr gut gemacht, Ey, wo ist der Öffner? Ey, ihr habt das gut gemacht. Ich wusste, ich hab's nicht hingekriegt. Egal, ich kann nicht mehr alles gut machen. Was machst du auf? Endlich. Okay. Oh, eine Banane, ey. Ich bin kaputt. Endlich. Die arme Marie. Wir versuchen, vielleicht kriegen wir sie hoch, ey. Wieso ist das? Das ist ja Weißwein. Das wird schön nass. Ich hab Wasser im Ohr. Und ich habe eine Blasenentzündung. Hallo! Oh mein Gott. Hallo, Darling. Oh mein Gott. Hallo. Bewohner des Big Planet, willkommen in eurem neuen Zuhause. Ihr habt gekämpft. Ihr habt gewonnen. Ihr habt es euch verdient. Ihr dürft es teilen. Ja, nennt mir jetzt den Namen des Raumstationsbewohners, den ihr noch zu euch einladen wollt. Also wie viele? Einen. Immer eine andere Gruppe. Ich krieg die Krise immer mit denselben Eierketten rumzuhängen. Wir holen Marie, weil sie auch schon lange sie wieder. Marie und? Nur einer. Nur einer. Was? Nur einer. Nur einer. Marie ist schon so lange. Ich hab ihr das versprochen eben. Wollte ich gerade sagen. Hallo. Ich nicht wirklich wir wählen Marie. Heute 8 Tage. Bewohner des Big Planet. Ich wusste. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ihr wisst nur noch nicht, wem es passiert. Ich habe die Zuschauer gefragt, wem sie die komfortable Nacht auf dem Big Planet nicht gönnen. Sie haben geantwortet. In die Raumstation umziehen. Musst du. Babs. Nein. Verlasse jetzt und sofort den Big Planet.